Hallo, liebe Minecraft-Freunde von nah und fern, hier bei AldaCraft auf dem Server in einer neuen Folge. So, jetzt haben wir's. Leute, das Inventory ist komplett leer. Was ist passiert? Ja, ich habe ein bisschen Off-Cam aufgenommen und Achtung, ja, das kennen wir ja schon. Ja, ist auch nicht wirklich viel Neues, oder? Aber hier. Ja, ich war ein bisschen Holzfarmen gewesen. Da gibt es auch eine leckere Anekdote zu erzählen, Leute, über das Sozialverhalten hier auf dem Server. Das war so ein Knirsch, dass ich es nicht aufgenommen hatte, Herr Habe. Ansonsten hätte man ihn auf frischer Tat ertappt. Ich habe mir nämlich ein Lager aufgebaut. Aber naja, vielleicht erzähle ich euch diese Geschichte früher oder später mal. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt ein paar Sachen vertickern. Wir fangen jetzt einfach mal an hier mit der Birke. Da werden wir mal richtig hier mal die ganzen Stacken mitnehmen. Hier auch weitermachen mit der Eiche. Das heißt, wir werden jetzt richtig verkaufen, verknüppeln, verkaufen, verkaufen. Alles, was wir abgefarmt haben. Hier wie die Verrückten. So, guck an, hier auch alles noch. Eiche, zack, zack, zack. Die lassen wir da. Und ja, damit sind wir auch schon voll. Komplett. Und es geht jetzt zum Spawn. Und jetzt machen wir mal richtig Geschäft hier, oder? Guck mal, ihr seht schon, ich habe hier geschrieben. Da ist vorhin was passiert, Leute. Ja, aber naja, haben wir nochmal Glück gehabt hier. Ich weiß auch nicht, wer das jetzt genau war, wusste ich jetzt leider nicht. Ja, also es hat mich einer angeschrieben und na, ich war ein bisschen verwirrt gewesen. War ein bisschen verwirrt, aber ich habe mir nämlich was aufgebaut. Und er war der Meinung gewesen, er müsste mal in die Kiste reingucken. Ja, das kann er auch machen. Und ich habe so für die Leute, die vorbeikommen, habe ich so einen Acker angelegt und für mich auch. Ne? Das ist ja kein Problem wieder, wenn man einen Acker aberntet, sozusagen neu wieder anzupflanzen. Ja, der hat alles gelootet, geplündert, hat mir den Crafting Table auch geklaut und so. Ich lachte darüber, weil das ist nicht schlimm, ja. Ich weiß jetzt, aber es war voll der Nappel gewesen, ey. Das war wirklich voll so. Ich hätte den jetzt auch wegpunchen können, aber nein, nicht gemacht. Lass ihn seines Weges ziehen. Hab's nochmal überprüft, ob das wirklich Correctness Man ist. War er aber nicht, weil ich habe ein paar Katzensetzlinge noch hingepflanzt und die hat er dann auch noch mitgenommen, ja. Also von meiner Nase weggeschnappt. Aber dann bin ich gedacht, was soll ich sein? Verrückt. So, Leute, passt auf, jetzt machen wir richtig Kasse. Aktueller Kontostand 5.162,28 € und jetzt geht's los. Wuff. 6.513, guck mal. Ah, Eiche jetzt, also das geht, wir haben richtig verkauft jetzt gerade. So, Eiche, wo ist Eiche? Hier. Und Achtung jetzt, Wumms, wieder für 1.500 Taler, wir sind jetzt auf 8.000. Guck mal, da ist noch mehr drin. Wuff, wieder für 1.500, da ist noch mehr drin. Wuff, ja, guck an, haben wir alles leer und haben richtig Kasse gemacht, für 750 auch noch. Insgesamt jetzt 10.263 Tacken und 53, das heißt die Hälfte von unserer Behausung haben wir schon wieder drin, aber wir haben ordentlich gefarmt, ne? Also, da war ordentlich mit bei gewesen. So, aber macht gar nichts. Wir kehren jetzt auch wieder zurück zu unserem Haus. Wir machen jetzt die zweite Fuhre, weil damit war es ja noch nicht. Da ist ja noch mehr drin. Und, ja. Wir haben hier ordentlich im Gepäck drin. Ja, verrückt, guck mal. Ja, das heben wir jetzt auf und das nehmen wir jetzt noch mit. So, das ist noch angefangen. Naja, komm, und dann nehmen wir das auch noch mit hier. Dann haben wir das so ein bisschen ordentlicher. So, und wir verkaufen noch mehr. Ich habe nämlich auch, was ist das? Okay, das ganze Gedöns sammle ich erstmal. Das will ich jetzt nicht zwingend verkaufen. Kommt da jemand? Hallo? Hier passieren immer komische Sachen. Hallo? Habt ihr aber auch gehört, ne? Hier ist ja mehr abgehört. Ich hab die. Weiß nicht, ich wollte schon immer mal probieren, ob das wirklich funktioniert. Naja. So, und zwar das würde ich gerne verkaufen hier. Ihr seht schon, das ist auch eine ganze Menge, was wir hier haben. Und zwar will ich das wie folgt machen: dass ich immer oben 5 behalte und den Rest, den vertickern war. Ah, obwohl, bei der. Ich bin hier nicht ganz sicher, aber nehmen wir da mal die Hälfte mit.
Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, weil die möchte ich auch ganz gerne anpflanzen. Das heben wir auf. Eiche können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Eisen hebe ich natürlich auf. So, das können wir vertickern. Ja, was ist das hier alles hier? Ja, das ist ja so, was hier immer drin war, das behalte ich. Ja, das sammeln wir erstmal, das lohnt sich noch nicht, wirklich. Ja, da haben wir aber erstmal so weit weg hier. Was ich noch mitnehmen könnte, wäre, wo war der Redstone? Den hatten wir auch mitgenommen. Hier, das können wir zum Beispiel vertickern. Ja, einen Kompass brauchen wir nicht. Die Kohle hebe ich mal auf, davon bastel ich mir was, vielleicht eine Axt oder so. Ja, den Rest heben wir auch auf. So, also würde ich sagen, können wir nochmal durchaus eine Runde zum Spawn gehen. Und machen wir nochmal Kasse, oder? So. Zack. Da lang. Jetzt machen wir richtig Kasse nochmal hier. Ganz witzig. Verrückt, oder? Naja. Nee, hier geht's aber gar nicht zum Spawn. Verkehrte Richtung. Ich glaube, andere Richtung müssen wir. So. Ja, verkloppen wir das noch. Also wir haben zumindest die Hälfte jetzt wieder drin. Also durchaus 10.000, 10.263, so jetzt haben wir es. Und das ist auf jeden Fall die Hälfte von dem, was wir für unser Haus ausgegeben haben. Und ist doch schon mal ganz cool, oder? Ist doch schon mal nice. Ich denke mal, nochmal so viel. Dann haben wir das Haus wieder abbezahlt. Wenn wir es verkaufen, kriegen wir auch nochmal 20.000. Das heißt sozusagen 40.000 haben wir dann schon. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon immerhin etwas, aber bis 350.000, da ist wirklich noch ein bisschen, naja, ist schon ein bisschen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier vertickern können. Erstmal werden wir, denke ich, das Holz loswerden, da wissen wir schon, wo das ist, nämlich hier. So, und da haben wir nämlich erstmal wieder Eichenholz. So, jetzt gehen wir wieder mal durch. Zack, immerhin für 150 Taler verkauft, war auch nicht mehr viel. Was ist das hier für Holz? Fichte habe ich noch gar nicht. Birke haben wir auch nicht mehr. Was ist das? Tropen haben wir nicht mehr. Was ist denn das für ein Holz? Schwarzeiche verkauft für 44... Nee, was war das? Was ist das für ein Baum? Kenne ich nicht. Den haben wir auch... Wow. Da haben wir auch ordentlich mitgenommen. So 11.803. So cool. So, jetzt wundere ich mich gerade, wo sind denn die Pflanzen? Ach, die sind da oben immer, die Setzlinge. Sind das hier die Setzlinge? Okay, die... Aha. Okay. Die kann man auch hier verkaufen. Ja, die bringen ja nicht ganz so viel, sehe ich gerade. Was ist das hier? Schwarzeiche und Schwarzeiche und Akazie. Gut, dann müssen wir mal gucken, wo die sind. Ich erkenne das hier immer kaum. Das ist ja gruselig. Aber das ist doch nicht das... Na doch, anscheinend. Was war das jetzt? Ach, das ist die Akazie, okay. Ja, das ist hier dermaßen duster. Deswegen erkennt man das nicht. Da sollten die vielleicht mal dran arbeiten. So, 88, 87. Das bringt nicht wirklich viel. Hier ist die Frage, lohnt sich das mehr, das vielleicht ja doch anzubauen? Weiß ich nicht. Oder wieder... Ja, so hier Redstone. Können wir mitnehmen. Immerhin 95. So, wir haben jetzt schon über 10.000 Leute. Jetzt guck mal, 2.683. Das ist nice. Was hat der für einen blauen Kopf? Wieso hat der einen blauen Kopf? Was hat der genommen? Wer ist das? Der heißt auch Blue, guck mal. Und hier ist die Limette. Hallo Limette! Oh. Huch! Huch! Wo bin ich hier? Was ist hier los? Oh, das ist Steve hier. Guck mal, der ist ganz traditionell. So. Verrückt, oder? Ja, Leute. Wir haben... Also, wir können uns erstmal wieder zurück teleportieren. Nämlich ins... Zack, ins Haus. Und... Ja. Und da haben wir jetzt erstmal einiges verkauft. Und wir haben ja ordentlich, ja, sind wir wieder ein paar Sachen losgeworden. Das finde ich ganz gut. Und jetzt können wir uns erstmal wieder grundausstatten. Ja, der Penner hat mir wirklich hier die, das nehme ich übrigens immer mit, das wisst ihr, ne? Falls ich irgendwann mal in einer Notlage bin oder so, dann hat man das immer mit bei hier. So, besonders die nehme ich gerne mit, die Schwarzeichensetzlinge, weil, naja, ihr wisst ja Bescheid. So, das nehme ich erstmal alles wieder mit. Mein Notequipment, wie ich es nenne. Kann man alles gut gebrauchen. Naja, das nicht zwingend, aber okay.
So. So, das nehmen wir auch noch mit. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger heute, Leute, weil, ne, mir geht's schon wieder nicht so gut. Ich habe schon wieder paar gesundheitliche Wehwehchen irgendwie, aber naja, man wird alt. Man wird alt halt, ne? Das ist immer so, wenn man alt wird. So, ja, was wollte ich jetzt machen? Also, wir haben noch 13 Brote. Genau, ich wollte mit euch. Guck mal, ich habe meine Schuhe verloren, sehe ich gerade. Ach, ich wollte mir noch Werkzeug machen, siehst du? Erstmal mache ich mir neue Schuhe. Und dann mache ich mir noch mal die Äste fertig. Ja, wir müssen auch demnächst mal wieder echt mal ein bisschen farmen gehen. Das sehe ich. Da kommen wir, glaube ich, gar nicht drum rum. Das müssen wir mal machen. Ich nehme jetzt übrigens keinen neuen Crafting Table mit. Den machen wir uns unterwegs. Also, ich meine, als Holzfäller, ja, weil der hier, komm da. Ne? Erklärt sich von selbst. Was ist da los hier? Was? Was bin ich so dusselig hier? So, jetzt aber. So, das geht weg, das geht weg. Und hier ziehe ich mir erstmal neue Schüchen an. So, Eisen haben wir noch. Rüstung geht noch. Die hat nicht mehr ganz viel Saft drauf, aber das ist völlig ausreichend. Futtern haben wir auch ein bisschen bei. Hier überlege ich fast, ob ich noch ein bisschen Essen mitnehmen soll. Irgendwo. Das werde ich hier nie begreifen, wie das funktioniert. Ach, hier ist schon wieder ein neuer. Mohrrüben essen? Nein, ja, ich habe jetzt keinen Hunger auf Mohrrüben. Ich würde gerne ein bisschen Weizen mitnehmen. Ja, das hier, das. Das finde ich auch verdammt interessant hier. Hier wollte ich eh mal probieren, ob man hier angeln kann. Das ist ja eigentlich fließend. Nee. Stehendes Wasser. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich glaube, hier kann man angeln. Ja, kann man. Ich sehe auch schon die Partikel. Mal ein kleiner Test für zwischendurch. Können wir uns mal irgendeine Folge hier hinstellen und nur angeln oder so. Aber da muss ich ein bisschen gesprächiger sein, Leute. Ansonsten wird das sehr langweilig, ne? Weil dann nicke ich hier so ein. So, ne, da machen wir ja einen auf, ja, spirituellen oder so. Und dann, ja. Ach, das ist hier so, dass man auch noch außen rum kann. Guck mal. Aber beißt kein Fisch. Aber das scheint zu funktionieren. Das finde ich ganz gut. Gut zu wissen. Und es geht aber weiter, weil ich wollte ja was ganz anderes. Also, Lift up. Da, das wollte ich. Und ich werde mal das Ganze mal eben abnehmen. Ja, nee, Leute, nicht, dass ihr falsch versteht, auch wenn derjenige hier zuschaut oder so, ja. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie sein Minecraft-Name war. Das ging mir da auch zu schnell und ich wollte ihn eigentlich auch schreiben noch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn jetzt nun angeschrieben habe oder nicht. Und den Herrn Flo vielleicht, oder wie der Typ da hieß. Und, also die Situation war die, ich hatte mir halt eine kleine Base aufgebaut, weil ich halt dachte, okay, verweilst du da ein bisschen länger. Und ihr wisst ja, ich mache ja immer Anpflanzen, ne, und das mache ich ja immer so. Und da baue ich mir so eine kleine Base auf, sodass ich da nicht großartig rumwandern muss, sondern alles quasi so, ja, in unmittelbarer Nähe. Hab mir dort quasi dann mit der Axt so eine Furche da reingemacht. Ja, beim Bäume fällen und habe jetzt so eine kleine Station, so ein bisschen Bruchsteine aufgebaut und halt auch so eine Fackel gemacht, eine Kiste, ein Crafting Table, Ofen, halt so Standard kleine Mini-Base. Ne, mit so einem kleinen Unterschlupf könnte man auch sagen. Ja, und er dann kam dann an, hat mich aber gesehen. Also er hat mich definitiv gesehen. Und ich habe schon gesehen, er guckt in die Kiste rein und hat die erstmal komplett gelootet. Also er hat erstmal alles mitgenommen. Da war jetzt nicht viel drin oder so. Ja, da war jetzt wirklich nur so Krimskrams drin, ein bisschen Blumen, ein paar Spinnaugen, also eigentlich Müll. Was ich als Holzfäller eh nicht brauche oder was ich nicht innerhalb kürzester Zeit wieder neu ranholen könnte. Ja, so, dann hat er aber den Crafting Table mitgenommen und da dachte ich, okay, entweder ist der Typ behindert oder was, kriegt das nicht so ganz auf die Reihe hier mit dem Sozialverhalten. Da habe ich es mal getestet, ne? Da habe ich mal so überlegt, so, pass auf, denn dann machst du mal so, dass machst du mal Akaziensetzlinge pflanzen. Und das fand ich dann so ein bisschen dreist. Dann habe ich dann die Akazien dann gesetzt und er ruppt die dann raus und freut sich dann voll, ne? Da dachte ich auch so, Junge, Alter, geht's noch? Weißt du? Und das verstehe ich dann immer nicht, wieso? Also aus welchem Grund? Also, ist mir ein bisschen zu, wieso man sowas macht, wisst ihr? Das fand ich so ein bisschen asozial irgendwie, aber naja.
Menschen sind halt immer unterschiedlich und da habe ich mich jetzt aber nicht aufgeregt, sondern nur, ich fand es halt so, ja, ist mal nennenswert, um mal so zu gucken, wie man manche Leute so ticken. Ich gehe auch davon aus, dass das so ein jüngerer Spieler auch gewesen ist, also nicht hier alle über einen Kamm scheren, aber könnte durchaus sein. Aber lustig, oder? Ich fand es lustig. So, jetzt nudel ich mir hier eben erstmal ein paar Brote, die nehme ich natürlich wieder mit. Mal ein bisschen, durchaus mal ein bisschen aufstocken hier. So oft wie der Creeper neben mir explodiert, da brauche ich schon ein paar Brote mehr. So. Ja, und die hebe ich mir auf fürs nächste Mal. 34 sollten mir eigentlich erstmal reichen. So, das packen wir da ordentlich hier rein. Genau, und das nächste ist, was ich machen wollte mit euch. Ich wollte nämlich jetzt mal ein bisschen zum Spawn gehen und nochmal in die Städte. Und zwar würde ich gerne mal wissen... Und zwar meine Lieblingsstadt, das ist ja diese Rio, das wisst ihr. Und ich will mal gucken, wie die Grundstückspreise sind. Also das interessiert mich einfach mal. Deswegen teleportieren wir uns eben nochmal schnell zum Spawn. So. Und... Ups. Und... Ach, bloß mit dem Pferd ist wieder da. Hengst, ne. Wo war das? Abbauwelt ist weiß, da hinten. So, und dann gehen wir jetzt nämlich mal kurz in die Stadt nochmal rein, also in die Stadt Rio de Amazon oder wie die da hieß. Und dann will ich mal gucken, ob es da so ein Immobilienbüro gibt. Also ich glaube, das war nämlich dieser Gang hier, der zweite. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Seite die war. Ich gucke mal eben, ob wir es sofort finden auf Anhieb. Vielleicht gibt es hier auch noch, das ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne, dass man dann nochmal so... bisschen genauer schaut oder so und dann so sagt so, ich habe es mir doch eigentlich aufgeschrieben, oder? Oh. Ach, Bananas war das eben wieder. Ne, da stand aber Rio, da müsste Rio stehen. Ich habe mir das extra notiert. Aber wieder den Zettel verlegt, ich Trottel. Nee. 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 Aha. Nee. Nee. Leute, das war aber hier, oder? Das war hier. Hundertprozentig war das hier. Paris, da erinnere ich mich doch. Da sind wir doch alle lang gegangen. Rio, hier. Stadt Nummer 38 von Eldercraft selber. EC selber. Oh, okay, das ist es. So, und jetzt wollte ich nämlich mal gucken, in aller Ruhe hier in dieser Stadt, wo mal hier so ein Immobilienbüro ist. Ich will mal schauen. So, jetzt mal gucken, was hier los ist. Einen schönen Aufenthalt im Rio wünscht der Stadtteam. Okay. Zur Stadt geht's da lang. Ja, da verlaufe ich mich wahrscheinlich eh wieder. Und jetzt will ich doch mal direkt mal gucken. Eventinsel, Gasthaus. Was? Regeln. Ach so, das sind die Regelinsel. Innenstadt. Achtung, wegen Umbauarbeiten an den Wegen der Stadt könnte an mancher Stelle Wegweiser fehlen. Ja, das habe ich bemerkt letzte Mal. So, okay. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, möchte ich mal zu diesen Regeln zur Copacabana. Das möchte ich mir gerne mal angucken. Hier wahrscheinlich, oder? Ja, also, was haben wir denn für Regeln? Aktuell wird das Wegsystem der Stadt umgeändert. Das heißt, dass, ja, das ist schon mal sehr gut, weil da verläuft man sich nicht. Der See wird in aber jetzt kann man so schwer lesen. Ey. Oh, warum ist das so hoch? Keine Ahnung, ja. Jetzt muss man in Ruhe. Oh Gott. Was? Alle Personen, die groß. Achso, die Großes geleistet haben. Ah ja. So eine Ehrentafel. Siehst du, die muss ich auch noch bauen. So, was ist das hier? Oberdeck. Das ist ein Pfeil. Der zeigt in die Richtung. Gut, dann gehen wir da mal eben hin. Ah, die Insel. So, weil ich will nämlich unbedingt mal herausbekommen, was hier so das günstigste Grundstück kostet. Ah, das kann man besser lesen. Verkaufsraum. Bitte vorher die Regeln gut durchlesen. Achtung, aufgrund von Umbauarbeiten, Verlegung von GS etc. werden voraussichtlich erst ab Mitte Februar wieder Grundstücke zum Verkauf stehen. Danke für euer Verständnis. Was? Nein!
Ja, also das war wohl nichts, der Satz mit X. Das habe ich mir übrigens schon mal durchgelesen. Ja, also ab Mitte Februar, also ungefähr 15., 16. Februar nach Valentinstag. Ach, das ist ein Schiff. Nice. Ja, das ist ja toll gemacht hier, wirklich toll. Ja, das ist nämlich gut. Dann weiß ich Bescheid. Also hier kriege ich nicht raus, was ein Grundstück kostet. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir hier über den normalen Ausgang zurückkommen. So, dann hatten wir noch eine andere Stadt gehabt. Ich glaube, das war dieses Death City. War das dieses hier? Was? Asiatisch? Nee, asiatisch. Obwohl, asiatisch ist auch schön. Aber die suche ich nicht. Pixel modern. Ich wollte nämlich mal gucken, was Death City. Wo war denn Dino wieder? Oh Gott. War die da hinten? Was da nämlich das Grundstück kostet? Das war auch noch so eine Überlegung. War das die Stadt hier? Ja, das war die hier. Da steht nämlich Blockpreis 180. Ich meine, das ist ja erstmal günstiger als die anderen. Jetzt gehen wir da nochmal eben rein. Wow, nice. So, und dann gucken wir mal. Stadtregeln. Die gibt es einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung. Gut. Ich will nämlich mal gucken zur Stadt, was hier das Grundstück kostet. Ey, das ist immer so hoch, ich kann das doch nicht lesen, Leute. Was? Blocks? Zur Mall, zur Stadt. Ich kann das nicht lesen, Leute, tut mir leid. Das ist mir alles nicht so richtig. Gucken wir mal nach. Was hier so ein Grundstück kostet. Muss ja irgendwo muss das ja hier stehen. Krasse Scheiße hier, wa? Aber ich wiederhole mich. Aber ich will jetzt unbedingt wissen, was hier so ein Grundstück kostet. Hallo, ich will ein Grundstück kaufen. Wobei, das ist ja auch so ein bisschen moderner eigentlich. Wenn ich mir so richtig überlege, auf der einen Seite ist das schon schön hier zu wohnen, aber das ist mir fast ein bisschen zu modern, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte das ja mehr so. Weiß ich nicht. Ah. Also der ist schon episch, aber wenn ich jetzt so zum dritten Mal hier bin, da seht ihr schon, das ist ja sehr modern. Die typischen, naja. Okay. Gamer-Kanal HD. Und hier ist jetzt noch frei, oder was? Anscheinend. Ist die Stadt abgehackt. Muss angebaut werden. Neue GS oder so. Okay. Ja, Leute. Ja. Sehr interessant hier. Aber ich kriege hier irgendwie nicht so richtig raus, was der ganze Spaß hier kosten würde. Also da stand ja 180 pro Block. Jetzt kann man sich ja ausrechnen. Ein Block ist immer ein Meter mal ein Meter. Und da kann man ungefähr herausbekommen, was hier so ein Grundstück dann kostet. Vorausgesetzt, hier ist überhaupt ein Grundstück frei. Das muss man ja erstmal wissen. Das ist ja wissenswert. Und das ist natürlich die Frage, wo kriegt man das raus? Vielleicht hier? Ich laufe jetzt mal alles ab hier. Die Zeit, die nehmen wir uns jetzt. Ist egal, selbst wenn die Folge ja voll lang geht, das checken wir jetzt ab. Ich will das wissen, was jetzt hier so ein Grundstück kostet. Oder ob überhaupt eins frei ist. Meine Güte, nee, phänomenal, phänomenal. Wer wohnt hier denn? Hier wohnt Emmy. Emmy 2004 hat sich hier eingerichtet. Boah, auch nicht schlecht. Schön. Ja, das ist hier schon Baukunst. So viel Lava hier, so viel Lava. Aha, hier steht was. Genau lesen. Die Stufen sind okay. Es geht um die ganze, was? Um die ganzen Blöcke.
an der Fassade. Wie? Was? Um die ganzen Blöcke an der Fassade? Was? Um was geht's hier eigentlich? Was? Oh, das ist alles in Rot hier. Hier ist irgendeiner sauer, glaube ich. Cobblestone muss entfernt werden, Dach. Baum muss nach 14 Tagen abgeschlossen sein. Ach du Scheiße! Das sind ja hier richtig strenge Regeln, kann das sein? Okay. Richard, plus 3 Tage Zeit bis zum 2.2.2016. Das war gestern. Achtung. Umändern. Sonst Enteignung am 30.01. Ach du Scheiße. Also hier könnte demnächst ein Grundstück frei werden. Wobei, oh Gott. Ja, gut. Was, Cobblestone muss entfernt werden? Wieso muss denn da Cobblestone? Ach, die bauen, die dürfen ja nicht mit Cobblestone bauen? Stimmt, ist mir ja nicht aufgefallen. Ja, naja, weil Cobblestone vielleicht ein bisschen zu mittelalterlich aussieht. Ich meine, das Gebäude so, das ist so... Ich finde es schon ganz cool gemacht eigentlich. Also man sieht, da steckt auch eine Menge. Klar, das hier sieht imposanter aus. Zweifelsfrei. Hier so mit diesem Grün und dann, ja. Hat er da so einen Turm halt, ne? Das ist ein... Ja, also das, ich bin hier am Überlegen hier. Also ich finde die Stadt wirklich ein Hammer. Also das ist wirklich, das sieht hier richtig episch aus. Ich wiederhole mich. Allerdings, ja... Ich glaube, hier gibt es gar keine freien Grundstücke. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht. Doch hier ist ein freies GS. Guck mal. Das sieht hier frei aus. Okay. What is that? Mhm. Aha. Ah ja. Ich passe immer auf, dass ich nirgendwo in Lava hier reinfliege, Leute. Verrückter. Also hier scheint schon einer zu gebaut zu haben oder das Ding gekauft zu haben. Zumindest sehe ich hier... Ach, guck mal, hier auch. Hier scheint auch frei zu sein. Alter, was ist das denn? Kriegt man ja Schiss hier, also voll im Nether gebaut. Ja, also hier scheint tatsächlich sogar noch ein bisschen was frei zu sein, wenn ich das so richtig sehe. Hier ist überall noch so ein bisschen Platz. Ja, was das kostet allerdings, das müsste man jetzt hier die ganzen Blöcke auszählen und dann mal 180. Was steht hier? Zum Kauf, hier. S29, eine Villa für 140.000. 34 mal 256 mal 34. 256 ganz klar die Höhe, also 34 mal 24, das ist diese Villa da. Ja, die gucken wir uns mal an. Also, gut, also 40.000 hätten wir. Naja, fast. Das heißt, 100.000 fehlen noch. Ach, das ist ja... Ja, das ist ja mal toll gemacht. Das ist auch eine super Idee hier. In drin ist nicht viel drin. Ich gehe einfach mal rein. Das ist ja schach, ist ja offen. Ja, das ist gut. Und hier wieder das Übel. Lift up, also mit diesem Teleporteraufzug. Ja, ist nett. Ob das jetzt nun hier so wirklich 140.000 wert ist, das ist jetzt die Frage. Ob ich das behalten würde oder ob ich es abreißen will. Also eigentlich, ja. Gut. Aber hat man mal so eine Vorstellung? Ist ja auch interessant. Also 140. Aber ich glaube, da würde ich dann wahrscheinlich doch eher in die Stadt Rio gehen. Da müssen wir dann halt nochmal hinlaufen. Ab 14. oder 15. 16. Die haben ja gesagt, Mitte, ne? Wo geht's denn hier hin? Mitte Februar. Was steht? Schild? Hier wohnt gleich... Oh Gott. Der hat ja aber hier... Oh, der hat da wirklich den ganzen Palast für sich, da verrückt. So. Also entfernen wir uns aber so ein bisschen, ne?
Naja, ah jetzt entfernen wir uns. Aber episch, also das Ganze hier ist wirklich phänomenal. Nachts natürlich richtig geil. Kann auch schon stolz sein auf diese Stadt hier, definitiv. Super Stadt hier. Tolle Sache. Gut, jetzt haben wir zumindest hier mal einen Preis. Also 140 muss man hier definitiv auch locker machen. Ist völlig in Ordnung. Für so ein Grundstück, das ist schon cool. Absolut nice. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Wir träumen noch davon. Wir müssen noch erstmal richtig reichlich ackern hier. Ackern, 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 klotzen, klotzen, klotzen. Oh, ich hoffe, dass meine Zahnfleischschmerzen langsam aufhören. Das ist heute mal wieder richtig extrem. Deswegen bin ich nicht ganz so gesprächig und nicht so, ja, richtig drauf. Wir erinnern uns, ich habe es euch ja schon in der letzten Folge mitgeteilt. Da bin ich wieder so, ah, nee, könnte ich schon wieder... Ja? Da könnte ich schon wieder richtig loslegen, ja. Boah. Wer stampft hier lang? Wollen wir uns ein paar andere Städte angucken gehen eigentlich? Vielleicht entdecken wir ja noch eine andere Stadt, die interessant ist. Oder ein bisschen auf Städtetour gehen. Oder abbauen. Geld verdienen. Ja, wir müssen Geld verdienen, ja. Ah, dann verdienen wir mal ein bisschen Geld hier. So. Der sieht ja mal lustig aus. Weg ist er. Hier. Die hat sich bestimmt von mir erschrocken, weil ich sie auch so lustig aus. Ich muss mir gleich mal was zu trinken holen. Leute, ich muss mir mal was zu trinken gleich mal holen, ja? Nicht, dass ihr euch wundert, was da los ist. Ach, guckt mal, dann kann ich euch das ja mal zeigen, wo das war. Da können wir eben mal hingehen. Kann ich euch das zeigen? Wenn ich es wiederfinde, heißt es, aber ich glaube schon. Wo dieser Vorfall da passiert ist. Ja, da habe ich meine kleine Base aufgebaut. Hm, ne? So, dann wollen wir erstmal wieder. Ja, hier vorne schon relativ viel abgeholzt, wenn das hier tatsächlich alles mal ein bisschen holzig war. Haben sie die ganzen Bäume gefällt, keine neuen angepflanzt. Ja. Ich hätte jetzt Bock auf einen Kaffee. Es ist 17.54 Uhr, eigentlich Kaffeezeit. Und ich glaube, dann gehen wir eine Runde auf, ja, wenn wir da live gehen. Auf Twitch eine Runde. Könnte man doch heute nochmal machen zur Feier des Tages, oder? Lohnt sich das? Ein bisschen live gehen heute noch. Keine Ahnung. Oder wir lassen das heute einfach. Wir lassen das heute komplett mit dem ganzen Kram hier, oder? So, erstmal nochmal was futtern. So. Okay, da sind die fetten Bäume, daran erinnere ich mich hier. Da sind wir vorbeigekommen beim letzten Mal. Und ja, wir gehen hier noch schnell durch den Tunnel durch. Und dann sind wir nämlich auch am Start. Ja, genau, hier war das. So, dann habe ich auch angefangen, hier wie gesagt abzubauen. Und vielleicht erwische ich all den Übeltäter noch. Dann können wir den ja gleich mal verkloppen. Ihr seht schon, da ist das. Ja, das hat erstmal alle weggehauen. Das war Ziel der Sache. Und zwar hier war das gewesen. Da seht ihr doch das Feld. Ich weiß nicht, ob das, ja, da ist es noch da. Das hat er noch ganz gelassen. Hier hatte ich quasi das Ganze aufgebaut gehabt. Ich hatte hier so für die Allgemeinheit halt, ne? So, wer wollte, der hat sich das Ganze hier dann hätte so anbauen können, hätte er sich dann das abernten können, hätte gleich wieder neu anpflanzen können. So war das Ganze gedacht gewesen. So habe ich mich immer bedienen können und die anderen auch. Hier hatte ich so eine kleine Schutzbarriere gebaut, einfach so als Zeichen, aha, wenn jetzt Skelette sind oder so, dann kann ich die auch schön so zack so wegholen. Und hier hatte ich halt meinen Unterschlupf gehabt, hatte ich hier so diese zwei Öfen, da sieht man es noch. Das ist ja die letzte Folge erst her, deswegen ist das noch nicht nachgewachsen von Gras. Und hier stand der Crafting Table und hier hatte ich die Kiste gehabt und eine Fackel. So, und dieser Knilch kam ja an, hat sich dann alles mitgenommen. Und dann habe ich so zum Testen hier die Akazien hingepflanzt, immer ein Fünfer abraben, ne? So eins, zwei, drei, dann hätten wir zusammen abbauen können oder so. Aber er gar nichts und ist dann verschwunden. Hier unten rein ist er gegangen, glaube ich. Und naja, jetzt weiß ich nicht, ob der da unten noch ist, der Bengel, aber mein Gott, ja, lassen wir einfach mal sein. Nur beim nächsten Mal, glaube ich, werde ich mir den einfach mal schnappen und zur Rede stellen und das live aufnehmen und dann stellen wir den an den Pranger für, ja, asoziales Verhalten. Ja, kann man machen. Muss man nicht, kann man aber.
So, gut, Knut. Ich glaube, das sollte es gewesen sein mit dieser Aufnahme-Season. Bei der nächsten geht's weiter, nämlich spätestens dann, wenn ich mir jetzt einen Kaffee gemacht habe. Ich brauche jetzt irgendwie einen Kaffee. Und genau, und deswegen beenden wir hier an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.